nee, Kinders, ey. Ja, wir fahren ins wunderschöne Ostersleben. Ostersleben. Und ich freue mich. Wir sind ein bisschen spät dran. Also, alles gut. Haben keine Termine heute, aber wollten eigentlich ein bisschen früher am Start sein. Aber es waren noch ein paar Sachen zu regeln, wie das so ist. Ne? Muss man halt einfach manchmal gucken, dass alles passt. Ne? Nicht nur eine Sache. Und ja, jetzt fahren wir los. Tun mal Navi anschmeißen. Keine Ahnung, wie lange wir brauchen. Ich würde einfach mal tippen. 4, 4,5 Stunden sind wir da. Also pünktlich zum Abendessen. Ne? Ja, wunderbar. Wir haben hier einen wunderschönen Panamera 4 E-Hybrid. Und mit dem geleiten wir jetzt Richtung Oschersleben. Ne, Justin? Ja. Ich tue jetzt so, als ob ich die ganze Zeit fahre. Ne? Du fährst gleich wieder und ich schlafe dann. Ja, können wir gerne machen. Okay. Bis später. Geiles Profilbild habe ich, ne? Lucky! Ja, buongiorno! Buongiorno! Ja, auf der Autobahn, auf der Highway. Hä? Hä? Ja. Ja. Und du? Ich hab noch 60 Kilometer. Na gut, ich hab noch 360 Kilometer. Ja, ist doch schick, hör mal. Ja. Hast du halt mit deiner Lizenz geregelt? Ich habe da mit dem Stadi hin und her geschrieben. Beziehungsweise das, was die DMSB mir geschickt hat, weil der Stadi sagte, er wird da anrufen, habe ich den weitergeleitet. Also du bist nicht in Frankfurt vorbeigefahren, hast sie abgeholt? Nein. Hm. Okay, ja, weil die jetzt irgendwie da in Oschersleben weiß keiner von irgendwas. Und die meinten halt jetzt, ja, wenn der Lur keine Lizenz hat, kann er halt nicht fahren. Okay. Aber der Stadi hat mir nichts mehr gesagt gestern. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann ruf doch mal den Stadi an und frag mal nach. Weil ja. Sonst haben wir ein Problem. Weil ich kriege mir die Lizenz sonst dahin. Ja. Weil die müssen ja, im Original haben. Okay. Bist du in Frankfurt vorbeigefahren, oder? Nö, ich habe meine Lizenz alles mit der Post bekommen. Also ich habe den Dings gekriegt, dass ich da, dass meine Lizenz in Bearbeitung ist und so, aber war auch heute Morgen nichts in der Post bei mir. Ja. Ja, das kriegen wir schon hin. Guck mal mit Stadia. Dem Lur ist das einfach egal, weißt du? Das habe ich gedacht, können wir den schön verarschen? Nix. Ne? Dem ist das einfach egal. Nee, ist alles gut, ist alles geregelt. Wir machen gerade ein schönes Video und habe ich gerade gesagt, komm, jetzt verarschen wir den Lur mal. Funktioniert nicht. Ja, ist halt anders. Weil es ist scheißegal. Ja. Ja. Toll. Vertane Lebenszeit hier wieder, ey. Ja, ich hab ja eine permanente Lizenz, weißt du? Genau. Ich hab eine Legendenlizenz. Eine Legendenlizenz, ja. No, die sogenannte internationale Otto-Lizenz. Was ist denn mit dem Justin? Der ist nicht mitgefahren. Aha. Der ist krank. Der ja, schön, da kannst du alles auch wegschmeißen. Außerdem weiß ich, dass du mit Justin bist. Ja, scheiß Instagram, sorry. Ja, Mann, ey! Wir müssen uns was Neues einfallen, jetzt hin zu verarschen. Ja, sehr schön. Alter, wir stehen nur im Stau, ey. So scheiße. Ja, ich hab eben auch schon wieder 200. Wie unlustig der einfach ist. Big Snoop Dogg, back up in the easy baby, you jockin' my style. You so crazy, Dre, so ain't no limit to this. As long as we drop gangster shit, look at a bitch you find and I dig your style. Zum Glück haben wir den Lur jetzt nicht dabei, der wird schon wieder tanzen. Unser Pilot hier fährt und ich mach Blödsinn. Hier, Office. Alles unscharf bestimmt. Ne, Guda hat filmt, also kannst du alles vergessen. Aber auch hier, ne? Sorry Justin, aber ich hab's voll im Griff. Ja? Nein. Okay.
Ach, Kinder. Nee, der Justin hat schon einen schwierigen Job. Ja. Vor allem, wenn du quer fährst, dann ist richtig mies. Ich hab den Jungen erstmal beigebracht, wie man ein Lenkrad festhält. Der ist jetzt schon alle tot gefahren, ja, genau so. Ah, Gott, nee. Ja. So. Also ich wollte eigentlich hier, unser Office zeigen, weil ich bin total begeistert. Alter, was ist das denn hier? Kamera müsste ich eigentlich aus dem Fenster halten wahrscheinlich, um das vernünftig zu zeigen, ja so, falls das was wird. Ne? Weil ich total begeistert bin, weil man hier überall seine Handys einstecken kann. Das ist total geil. Das ist echt super und ich bin total begeistert, dass das Bordnetz nicht zusammenbricht. Wollte ich nur mal loswerden zwischendurch. Na, bis später, tschüss! Ist das eigentlich mit zwei Handys am Steuer, mich dann doppelt bezahlen? So, wir sind auf dem Weg ins schöne Oschersleben. Jetzt sind wir hier gleich, fahren wir nämlich durch meinen Lieblingsort. Jetzt gleich kommt nämlich der Ort Ovelgünne. Ovelgünne ist mein absoluter Lieblingsort, weil ich den Namen so behämmert finde. Ovelgünne. Bestimmt vom hat der Oval Günther wahrscheinlich aufgebaut, diesen Ort. Guck mal hier, Gegend. Jede Menge Gegend. Finde ich geil. Also ländlich gesehen, es wird echt schön hier, muss ich sagen. Im schönen Oschersleben. Fahrt war gut, bisschen viel Stau gehabt. Zum Glück ist der Justin viel gefahren, da konnte ich ein bisschen Bobo machen. Oder telefonieren und so. Danke, Justin. Hast du gut gemacht? Bitte. Und jetzt kann ich nur noch ein bisschen Ping geben. Hallo. Ich habe eben mal versucht zu filmen während der Fahrt. Kannst du vergessen. Das schneiden wir rein. Ja, kannst du machen, dann verlieren wir wahrscheinlich erstmal 30.000 Abonnenten. Okay. Weil die alle auf ihre Tastatur kotzen. Weil denen so schwindelig wird. Hier, Ovelgünne! Oh, geil, Alter. Ovelgünne. Wahnsinn. Geil. Ich will auch in Ovelgünne wohnen. Wenn wir jetzt gleich ankommen, zeigen wir euch erstmal, wie unsere Box jetzt aussieht. Ein paar Sachen haben sich noch verändert, Kleinigkeiten. Und dann schauen wir mal, was die Jungs schon alles so geschafft haben. Weil die sind ja schon seit gestern Abend da, oder gestern Nacht vielmehr. Und der Lukas ist auch schon da, sind eigentlich alle da. Wir sind, glaube ich, die Letzten, die kommen. Ein bisschen viel Stau gehabt. Und natürlich auch irgendwie anderthalb Stunden später losgefahren als geplant. Weil ich noch ein paar Sachen erledigen musste. Ja, so ist das, ne? Justin? Ja. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt gleich da und dann melden wir uns nochmal. Schönen guten Abend, Herr Lur. Schönen guten Abend, Herr Lur. Dass Sie die Zeit finden, mich zurückzurufen, das freut mich außerordentlich, Herr Lur. Vielen Dank. Alter, ich nehme eher mit auf den Sack. Aber wir haben jetzt noch 11 Kilometer, so wir sind jetzt gleich da. Ja, cool. Eine halbe Stunde gibt es Essen, habe ich gehört. Das ist ja super. Ja, aber für dich nicht, weil wir zwei haben was zu tun. Was haben wir denn zu tun? Ja, das zeige ich dir, wenn du hier bist. Wenn ich halt vorher sage, kommst du nicht schneller. Ja gut, dann fahre ich wieder nach Hause. Bis gleich, lass rein. Ja, schön. So, wir machen nebenbei nämlich auch noch Frisuren. Ne? Friseursalon Ringpolice. Eine schöne Hochsteckfrisur. Schadi ist da. An dir mit Werner. Schadi, bist du da? Jo. Du hast ja meine Murmel. Die habe ich nicht mitgenommen. Some driver change practice. Yeah, driver change. No. I decide I'm. It's better for you, yeah. Feel sick. Der Typ hat heute eine Klappe am Maul, das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, was mit dem los ist, ob der im Supermarkt hat gepennt hat oder was, ich weiß es nicht. Erstmal war das mein Spruch, Kollege Schmalspur. Pass mal auf, mein Freund. Der Spruch, ja, ne? Der Spruch ist sowas von mir, ne? Den habe ich schon losgelegt, aber da bist du noch mit der Plechtrommel um den Weihnachtsbaum gelaufen. Ja, ich will Geschenke. Junge,
Finde ich nicht lustig, ich hatte eine schwere Kindheit, wir hatten den Tannenbaum. Hier. Ich auch. Scheiße, so, auf den Beruf. Schnauze voll. Das ist ein Idiot, ey. Gucken wir uns die Box an. Ja. Guck mal, ich hab sogar eine Tasche mit meinem Namen da. Ja, und warum? So. Guck mal, schon alles fertig. Was zeigen wir denn zuerst? Zuerst die Viewing Area, komm. Hier geht's lang. Guck mal, wir haben extra schönen Boden für euch hier ausgelegt, mit dem ihr auch schön laufen könnt. Ein bisschen weicher und so, ne, zu dämpfen. Da ist der Apparat. Ja, wie ihr seht, sieht er ein bisschen anders aus als beim Test. Ja, wir haben jetzt hier die Fernseher, die Beklebung ist fertig. Und hier den Goldbuchstaben und so weiter und so fort. Ja, jetzt gehen wir mal rein. Ich kann es mir erlauben. So, ne? Wir haben hier, wie gesagt, hier die Folierung jetzt, ne? auf den Mediawänden. Wir haben hier quasi so ein kleines Büro für Ingenieur und Co. Hier sind unsere Helmfächer. Da lege aber nur ich meinen Helm rein, der Lukas kann seinen auf den Boden legen. Ja, hier sind unsere Helmfächer, hier haben wir unsere Helme drin, hier oben haben wir einen Schalter und dann laufen hier die Lüfter, heißt nach dem Fahren kannst du den durchgeschwitzten Helm da draufstellen und dann wird er schon trocken gepustet und hier unten können wir dann so ein bisschen Zeug reinstellen, Trinkflaschen und so ein Kram. Ja, das ist jetzt unsere Box. Hey, Mangina! Jesus, Rick. Throw them out the side. At the window, just hang them on the edge. Oh, okay. They cool off, you know, summer's coming. I need a tan anyway. On the door. Ja, also wir haben euch jetzt ganz kurz mal eben schnell alles gezeigt. So eine kleine Einspielung zu dem, was kommt. Kommt uns doch besuchen hier in Oschersleben, Box 12. Viewing Area ist am Start, alles ist am Start. Also kommt vorbei, wir freuen uns. Haut rein, tschö. Achso, der Justin zeigt euch jetzt nochmal alles in Ruhe. Und er fragt nach dir. Muchacho. Oh no, Big Snoop Dogg. Back up in the heezy, baby. You jockin' my style. You so crazy. Dre say ain't no limit to this. As long as we drop gangster shit. Look here, bitch, you fine and I dig your style. Come fuck with a nigga, do it, don't be style. I'll be gentle, sentimental. Shit, we fucked in the rental. Lincoln, continental. Coast to coast, LA to Chicago. Yeah, nigga, you know what's happening, man.